Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ich wollte jetzt eigentlich aufhören, weil ich zu müde bin, weil ich noch eventuell Videos rendern wollte und weil ich keine Lust mehr auf das Spiel habe jetzt, aber leider ist das eines der negativen Punkte, auch beim zweiten Teil und Torn of the Golden Country, dass man während solcher Kämpfe nicht einfach beenden kann. Naja, was soll's, mache ich eben weiter. Das Manado kann nun auch Gesichtsmerkern Schaden zufügen. Alle Manado-Techniken können nun bis Stufe 10 aufgestuft werden. Also wie du meinst, du Mistvieh. Ich weiß noch ganz genau, was passiert ist im letzten Part. Gut, ist ja auch nicht so lange her. Gut, das Teil ist Stufe 72. Oh, sollte. Ja, super. Hättest du mir das nicht sagen können, Schala? Ich hab gerade ernsthaft überlegt, wie das Mädel heißt. So, jetzt vernichte ich dich. Ja, Manado, for the win. Ich werde den Part trotzdem noch anständig machen. Ich heil mich mal. Schneller, Techniken. Und draufhauen. Sie geht mir jetzt schon auf den Zeiger. Ich wollte jetzt eigentlich zur Seite gehen, aber ich wette, der hat mich sowieso getroffen. Oh, leck mich doch. Ja. Natürlich gehst du auf mich, du Pisskopf. Einfach draufhauen. Schnell. Ist das dein Ernst? Auf mich? Natürlich auf mich. Ich würde sterben. Leute, könnt ihr was unternehmen? Jetzt muss ich das machen. Na klar. Hilf mir hoch, danke. Ach, ich hätte erst... Moment. Ja, mach! Zaubern Schild. So. Jetzt können wir draufhauen. So, Schala geholfen, das ist schon mal super. Oh, machst du schon wieder? Ja, natürlich mein Schild weg. Danke. Oh. Na gut, wenigstens gehst du jetzt auf Ryan los. Hat er sich gerade mehr geheilt, als er Schaden bekommen hat? Niedlich. Hau drauf. Nix da vorbei. Hau drauf. Danke. Reck, du Mistvieh. Ich weiß sowieso nicht, warum dieser andere Mekon quasi auf meiner Seite war. Zumindest klang es so, als ob er auf meiner Seite wäre. So, einmal das. Ach, geht nicht. Na gut. Aber hier, da bräuchte ich Dunben noch zusätzlich, statt Schala. Ich bräuchte Heilung für Ryan. So. Ja, jetzt geht er auf mich, weil ich seinen Schwachpunkt ausgenutzt habe. Gut. Perfekt. Schnell Schild. Und zur Sicherheit. Das und jetzt heilen. Ja. Einfach draufhauen, einfach draufhauen. Vor allem einfach drauf halten. Ja, Blutung.
Gut, ich habe ihn gerade noch rechtzeitig getroffen. Is that a haunt? No way. Fiora. Fiora. You're still alive. Xander, you have not changed at all. That is clear. But still, I cannot... Do as you please. Fiora! Wait! My mission is complete. Returning to base. This time, dumb man. But next time, I'll slice you in two. Fiora! It's me! Shulk! Fiora! Too late. Again. I saw it. I knew it would happen. Shulk. Why? Why did this have to happen? Father. Melia, the hope of our people. You must not cry. Don't say that. I don't care how improper it is. Let me cry. Melia. Why does it have to be me? If all it takes is to be half Homs. Is that what you think? You are very much mistaken. But... To become the hope of the High Entia is a fate that you choose for yourself. As long as you remember this. It is certain that you will be worthy of that name. But remember this also. It is not because you are the hope of the High Entia that I love you. It is because I love you. And I wish for you to become that hope. Heir to the Monado, I leave the sword in your hands. The sword that my forefathers sealed away. With it, you can succeed. Your Majesty. Melia, cry for as long as you must. But Melia, come with me. Shulk, I... You'll have plenty of time to think about your empire and your people's hopes. If you need me, I will be at your side. But you are an individual.
You are Melia Antiqua. And you can't let them get away with this. You're right. My foremost concern is making them pay. Well played indeed, Zanza. I do what is necessary for the world. I could very easily have stood in for you. Your sentiment is appreciated. I see a storm on the horizon. And finally, Crown Princess Melia's accession will take place 1 year from today. Until such time, as decreed by the Crown Princess, I shall assume imperial duties as regent. If there is anyone who objects to said decision, state your grievances now. All the ministries are unanimous. We have no objection to Her Majesty's decree. To each and every one of you, our thanks. If I may, Your Highness, I would like to propose a roundtable discussion on strategy concerning the Mekon. Ah, what to do about the Mekon? Our defenses must be shored up immediately. Not only our defenses, Your Highness. Do you suggest an offensive approach? While the capital still licks its wounds? The Ministry of Research has the ideal solution. Friends act strange. A friend sad. Oh, Ricky's sad too, because of empty belly. Ricky, we already ate. Us Homs don't get upset just because we're hungry. Not hungry? Oh, Hom Hom must have small bellies. Oh, Ricky jealous! We've got to get our minds off this somehow. Dunban's locked himself away ever since we came back. Is it because of the girl who was operating that Mekon? Melia, how are you? What do you mean? If you were talking about Father, I'm fine. I have no choice but to look to the future. You're stronger than me, Melia. Do not mock me. More importantly, it is time you tell me who she is. We've known her all our lives. We thought she was killed in Colony 9. She didn't even recognize us. She's not the Fiora I remember. It looked a lot like Fiora. But if it was her, then I can't imagine how Dunban feels. What did he mean? Fiora is Dunban's sister. I didn't know. Is this Fiora important to Shulk? Important? She's more than important. She's the reason we're out here.
that really was Fiora, why didn't she reply to me? Fiora. I'd better talk to Dunban. He'll know something. Okay, erst wollte ich sagen, Melia tut mir so leid, aber sie scheint doch eine stärkere Persönlichkeit zu sein, als ich dachte. Aber irgendwie tut mir Dunban jetzt leid. Der arme Kerl. Und Fiora. Ich mochte dich am Anfang des Let's Plays, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich dich überhaupt noch irgendwie mögen soll. Weil entweder bist du nicht mehr dieselbe oder hast du irgendwie Gedächtnisschwund oder warum hast du überhaupt die Haare geschnitten? Also gerade wo ich dachte, ich verstehe das Spiel irgendwie, verstehe ich es irgendwie jetzt überhaupt nicht mehr und also jetzt bin ich... Ja, leck mich. Also jetzt bin ich noch mehr draußen aus dem Spiel als ohnehin schon. Gerade wo ich dachte, okay, jetzt verstehe ich das Spiel langsam, jetzt kann ich mich ein bisschen mit der Situation zurechtfinden, jetzt kann ich versuchen, das alles irgendwie in meinem Kopf zusammenzurichten und zu genießen und irgendwie... Jetzt erst recht irgendwie nicht mehr. Ich hoffe, ich verstehe das Spiel im Laufe... Ich verstehe das alles im Laufe des Spiels noch, weil ansonsten... Wir sind die traurig. I've been looking for you. So this is where you were. Shulk. Apologies. Was everyone worried? Of course. Me especially. Hmm? It's just... I've been thinking about Fiora, and I can't help wondering. Wondering what? You saw how Fiora acted. It was like she didn't even recognize us. Yes, it's unsettling. But Shulk, don't get me wrong. I'm not sad. Even if she doesn't recognize me, I'm glad to know she's alive. Dunban... You see, Fiora was born many years after me. Not long afterwards, we lost our father to a Mekon. It was left to me to protect and raise her, almost like a father. I was always jealous that she had you as her brother. Ah, yes. You and Fiora used to be inseparable. Yeah. I need to tell you something. I always thought... If Fiora were to be with anyone, it should... What? But Rhine hangs out with her just as much as me. Yeah, he does. But Fiora doesn't like him in that way. Oh. I see. He's a nice guy. Reminds me of myself when I was his age. All reckless and hot-headed. Probably why he's not right for her. Listen, Shulk. Yes? A lost life can never be returned. But she's alive. It doesn't matter that she's lost her memory. Yeah. I guess you're right. Fiora and I have spent our entire lives together. The memory of that can't have disappeared completely. It's up to us. We have to help her remember. Help me, Shulk. Help me get her back. You know I will. Okay. Let's go tell the others. Hey, they're back. Have you gathered your thoughts? Yes. Sorry to be a nuisance. Shulk, you too? Yep. All thanks to Dunban. I'm glad. Forgive me, His Highness Kallian summons you. You think something's happened? We won't know until we get there. Tut mir leid, ich habe schon wieder in beiden Cutscenes zu schnell gedrückt. Einmal
als Melias Vater verstorben ist und einmal jetzt gerade. Oh Mann. Da finde ich das schade, dass das nicht automatisch geht. Wahrscheinlich geht es automatisch, aber ich bin einfach zu blöd. Und dann, denn ich unterschätze den Mann immer wieder aufs Neue. Der ist so cool, so erwachsen und alles irgendwie. Der ist einfach, ja, er ist einfach overpowered irgendwie auf, aber nicht kämpferische Weise, sondern auf, ja, fast schon menschlicher Ebene. Er ist einfach erfahren und weise. So ist es nun mal. Ich dachte, er wäre, ja, zwar nicht am Boden zerstört, aber ich dachte, er wäre zumindest traurig darüber, was Fiora widerfahren ist, aber irgendwie, ja, er ist einfach über. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Also er kommt mir, er ist, ja, er ist wirklich erwachsen. Das gefällt mir irgendwie an ihm. Er ist cool, er ist nicht irgendwie, weiß ich nicht, überdreht oder sonst irgendwas. Einfach weise und vorausschauend. Also einfach bisher die beste Figur im Spiel. An zweiter Stelle Melia. Fiora wäre dritter Platz, aber da muss ich erstmal noch überlegen, wie, oder besser gesagt, da muss ich erstmal noch erfahren, wie es mit ihr weitergeht. Schuld, naja. Naja. Schuld bin ich nicht so begeistert. I apologize for calling you at short notice. It's fine. Is anything wrong? I must apologize to you all. Forgive our hubris. We High Entia were arrogant enough to idly sit behind our defenses, safe in the knowledge that Mykonis lies a great distance from our land. And we were wrong. Our decision to ignore the Mekon assault on your homeland was wrong. Your Highness, does this mean? Yes, Shulk. We will face the dangers ahead together. Brother. Which leads me to my request. After setting eyes on a group consisting of Homs, Nopon, and High Entia alike, I realized an allied army must be formed. I ask that you act as ambassadors for the assembly of this force. Tell me your thoughts, Shulk. I need time before I make a decision. Does Shulk not wish to aid us in our mission? I do not believe that to be true. Then why? Shulk has other people to consider. That wasn't like you, Shulk. I'm sorry. You know you can talk to me. It's Fiora. That's why you're hesitating. Yeah. Knew it. You wouldn't think twice otherwise. I just don't know. Find her, Shulk. Melia, I used to believe my father did not love me until the day he died. If you do not grasp the importance of loved ones until after they are gone, that is simply too late. You're right, Melia. I've made up my mind. I'm going to get Fiora back. You don't have to do this. I'll go and look for her myself. The burden should be mine. No. I want her back as much as you. Leave the ambassador stuff to me, Shulk. I'll probably make a mess of it. But we're a team. You can count on me. I'm afraid that is my duty, Ryan. I am of both High Entia and Hom's blood. I am the Crown Princess, and of mixed heritage. Thus, I am best suited to carry out this task. That means we won't. Yes. I will remain here.
we must say goodbye. Is that what you really want? Yes. But promise me, when you find her, you'll come back. I'll be here waiting for you. I don't know what to say. Thank you. It's probably a good idea if I go and tell Kallion myself. I am sure he already understands. Besides, it's likely that the ministers are harassing him at this present moment. We should spare him any further inconvenience. Then, this is goodbye. Yes. Come back as soon as you can. We are in great need of your help. Got it. Why are you still here? Listen, I'll keep an eye on Shulk for you. Whatever can you mean? It's a risky strategy, letting Shulk go off and just hoping he'll come back to you. Shulk and I are merely... Yeah, yeah. But remember, the longer he's away, the more chance his feelings for you will fade. But once we find this Fiora, I will personally whisk him back here in a heartbeat. Don't give up! I appreciate it. Great. Don't worry, Melia. I'm on your side. Brother? Just on your way out, I see. It's not what... I'm sorry, Your Highness. About your offer. We must humbly decline. I see. Very well. Let us hope my sister does not shed too many tears. I stay because I must, brother. There's two Melias. I'm wrong. This Melly smell different. Yes. We need Melia to learn more of the lands of Bionis. But she is still bound to handle public matters. Hence, another Melia. Kallion. Your Highness, Crown Princess. As your humble subject, I formally request the following. Speak. I request that you accompany Shulk in his quest to find the Mekon that attacked Alkamoth. Are you sure? Shulk, I am aware of everything. Go forth and follow your heart. There will come a day when we need you, but it is not today. Your Highness, that means a lot to me. That is one cool prince. If only someone had his sensitivity. Sensitivity? Well, I'm sensitive. The jury's out on that one. That's a relief. We have recently received a report that the silver-faced Mekon fled to Galahad Fortress, the Mekon stronghold at Sword Valley. It will be a treacherous path. My sister is in your hands. Thank you, Kallion. I will keep her safe. Regent, I accept your request. I will return victorious with Shulk. I am most pleased. Leaving without me? Do you want to come? To reach Galahad Fortress, you will need to travel through Valak Mountain on the right arm of the Bionis. The snow-covered mountains are fraught with danger. Those unfamiliar to them risk never coming back. Of course, you would be familiar with that region. Then there's no point in wasting time. Leave the Allied force to me. I am not known for my diplomacy, but call it pride. I shall succeed. We'll join you as soon as we can. I look forward to the day. Heroes of Bionis, make us proud. You see?
Now we're getting some respect. We're back to this again, are we? See you soon, Kallion. Dieser Kallion ist ja mal richtig cool. Hat er recht, ein richtig cooler Prinz. Ich kann mich immer noch nicht porten. Ist das wirklich euer Ernst? Es war so klar. Nun gut, wenigstens weiß ich, wo ich hin muss. Ja, wo ich hin muss. Draußen wütet immer noch alles. Kein schönes Wetter mehr, kein gar nichts. Aber nun gut. Ich will da runter. Geh nicht. Und wegen Schwerttal oder was da jetzt war. Das kommt mir doch irgendwoher bekannt vor. War da nicht der Kampf, wo Dunben und seine Kollegen da Krieg geführt haben gegen die Invasion? Ah, was habe ich getan? Ich kann es nicht gut enden. Schwierigkeiten. Wollt ihr zuhören, wie ich euch mein Leid klage? Vielen Dank, Freunde. In letzter Zeit stimmt etwas nicht mit mir. Sobald ich meine Freundinnen sehe, werde ich bedrückt. Bist du eine Erdene, sie? Ich befürchte, ich habe mich in beide auf einmal verliebt. Aber du bist eine. Was soll ich nur tun? Mir eine abgeben? Ich habe beide lieb, aber ich weiß nicht, wie sie über mich denken. Könnte ich dabei auf eure Hilfe erzählen? Ja, gibt EP. Wollt mir wirklich helfen? Es ist mir fast etwas peinlich. Vielen, vielen Dank. Ich kümmere mich drum. Mission aktualisiert. Achso. Mal mit labern? Fasst du mir zusammen, also bitte diskret. Nochmals danke. Gut. Ich glaube, das werde ich irgendwann anders machen, nicht jetzt. Da vorne ist der Ort, wo ich hin muss, damit ich es weiß. Also wegen Fiora, ich habe jetzt... Also anfangs mochte ich sie, jetzt habe ich keinen Plan mehr, wie ich zu ihr stehen soll. Naja. Sind eben Dunben und Melia meine Favoriten. Ja, wenn Dunben nicht sowas machen würde. Gut, dann würde ich sagen, das war Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.